Und damit herzlich willkommen zurück zu Need for Speed Pro Street. Wir machen weiter wie vorausgesagt. Mit dem schönen Renntag hier. Ohne den Zonder, glaube ich. Wisst ihr, ich erinnere mich an die ersten Mal. Fahren direkt erstmal Drift mit dem RX-7 und schauen mal, was hier heute so geht. Ich bin noch ein bisschen müde. Am Montag, 11:30 Uhr morgens. Der Part kommt sogar heute. Deshalb muss ich jetzt aufnehmen. Sonst hätte ich jetzt noch ein bisschen gechillt. Aber da der Part heute kommt, irgendwann muss ich ihn mal aufnehmen. Sonst wird das ja heute nichts mehr. Alter, was mache ich denn hier? Oh nee, bleib auf der Strecke. Ach meine Fresse, fick dich doch. So, jetzt haben wir hier ein bisschen Speed aufbauen. Alter, ich bin gerade nicht so richtig anwesend. Ah, 3800 Punkte, wären 4084 gewesen ansonsten, aber ist in Ordnung. Ich wollte heute eigentlich auch noch bei meiner Mutti ein bisschen was am Schuppen machen. Allerdings kam ja Sigrid, oder wie der alte Sturm hieß, jetzt die letzte Nacht oder gestern, und es ist ja immer noch nicht so richtig geiles Wetter. Bleib doch bitte auf der Strecke, du dummer Hurensohn! Nein, 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 nein. Ja, leck mich im Arschloch drin, ey. Die Strecke gefällt mir aber gar nicht, ey. Junge, 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 das war echt schlecht. Ja, immer noch besser als die anderen, ne? Ich habe heute wieder mal gar kein so richtiges Thema zum drüber reden, so wie eigentlich immer. Ich warte darauf, dass mein Auto einen Zahnriemenwechsel kriegt. Immer noch. Ansonsten hoffe ich dann sehr bald loslegen zu können mit allem. Und außerhalb der Punkte zu. Nice, Alter. Das ist ja übel zum Kotzen hier auf der Strecke, Alter. Der Wagen fährt ja auch einfach nicht gut, meine ich. So, bald geht ja auch der neue Metro-DLC online. The Two Curls war der erste. Sam's Story heißt der, glaube ich. Und dreht sich darum, dass Sam endlich mal ein bisschen Story kriegt. Werdet ihr sehen. Kommt demnächst. Dann habe ich drei Projekte am Laufen, denn ich denke nicht, dass ich Call of Duty bis dahin abgeschlossen habe. Wenn ich Call of Duty bis dahin abgeschlossen habe, kommt kein Call of Duty mehr in der Zeit. Da es ja auch nur ein DLC ist, wahrscheinlich wieder so 12 bis 15 Parts oder so höchstens, schätze ich mal. Ich glaube, der andere war sogar noch kürzer. Von daher denke ich, dass man das da machen kann und dann einfach mal kurz Call of Duty pausieren könnte. Okay, wir sind sogar auf der zweiten Position. Also jetzt sind wir natürlich auf der ersten Position, war auch klar. Aber, oh shit, man merkt, ich bin wieder ein paar Tage nicht gefahren, ich weiß wieder nicht, wo ich bremsen muss. Als erstes einen Drift zu fahren ist aber auch räudig, Alter, dann will man hier auch driften. Ich werde gleich noch ein paar Parts Call of Duty aufnehmen. Denn ich habe nichts mehr, gar nichts. Also, boah, Alter, was mache ich denn hier? Was mache ich denn hier? Alter Schwede, ey. Ich habe wirklich gar nichts mehr. Und heute kommt ja ein Part, den ich noch nicht aufgenommen habe. Ich habe bei der ersten Aufnahmesession 10 Parts aufgenommen. Mach ich bei Call of Duty irgendwie immer so. So, da zerstören wir erstmal schön die Karre komplett. Alter, okay. Nee. Eieieiei. Ich muss echt nochmal. Ich muss erstmal wieder lernen zu fahren, muss ich gerade sagen. Ist auch wieder ein kleiner, enger Kurs hier. Also gar nicht mal so geil für unser Allradmonster.
Der Wendekreis bei der Kiste hier ist ja nicht besonders gut. Bumm. Die Kiste hier wird komplett zerfahren, Alter. Irgendwie in den letzten ganzen Parts könnte ich jeden Part einfach, denn der Lancer wird komplett zerstört. Ich glaube, ich hatte ja schon einen Part, den ich so genannt habe. Einfach weil es komplett zugetroffen hat, dass ich den Lancer komplett hingerichtet habe. Der Spoiler hier drauf gefällt mir aber. Also jetzt nicht so wie er jetzt ist, so schief, aber an sich gefällt mir der Spoiler auf dem Lancer. Ich habe gerade eben mal zum Spaß geguckt, ob es Elektroautos für sehr, sehr günstiges Geld gibt. Fazit, ja, aber nein. Also es gibt sehr, sehr günstige Elektroautos. Ein Twizy zum Beispiel ist ja sehr, sehr günstig. Gibt es ab 4 oder kurz unter 4, was echt wenig ist. Aber es ist halt auch nur ein Twizy. Ein richtiges Elektroauto gibt es auch schon unter 4, aber halt ohne Akku dann. Und das ist ja auch ein bisschen scheiße. Weil auf sowas hätte ich auch mal Bock. Hätte ich extrem Bock drauf. Ich bin ja in meinem Urlaub Twizy gefahren. Das war extrem lustig. Schönes Auto. War extrem lustig. Würde ich gerne wieder machen. Ich weiß allerdings nicht, ob ich dieses Jahr im Sommer nach Fehmarn komme. Meine Freundin fährt definitiv wieder. Aber ich habe nicht so viel Urlaub wie sie. Die hat noch Krankheitszeit Urlaub. Sag ich jetzt einfach mal. Ich glaube, die hat noch 50 Tage dieses Jahr. Aber da wir schon 2 Wochen nach Norwegen wieder fahren und auch nochmal 2 Wochen nach Malle wollen, wird das eng dieses Jahr mit Urlaub im Sommer. Denn Norwegen soll im Mai passieren und Malle im Herbst. Komm um die Ecke hier bitte, danke. Alter Schwede. Ja, von wegen... Um Malle rum will ich dann natürlich noch eine Woche mehr haben. Also nicht nur 2 Wochen Malle, sondern auch eine Woche davor oder halt 2-3 Tage davor, 2-3 Tage danach. Von daher muss ich mal schauen, wie das wird. Wir fahren hoffentlich vor den Herbstferien, weil in den Herbstferien ist unglaublich teuer und unglaublich voll. Vor den Herbstferien logischerweise nicht. Obwohl wir hier eine Dreierbremse drauf haben, bremst das Ding wirklich nicht gut, muss ich mal kurz anmerken. Und der Kollege ist dicht hinter uns. Ich habe die Schwierigkeit auch noch nicht wieder runtergestellt, sondern wir spielen noch auf Schwierigkeit Vollgas. Merkt man gerade, weil ich glaube, die Corvette kommt hier gerade recht nah ran. Glaube ich zumindest, dass es die Corvette ist. Dafür haben wir im Ebenrennen aber schon wieder richtig geruht mit dem Vorsprung, ne? Dafür, dass das hier jetzt gerade nicht leicht ist, sondern halt der schwierigste Schwierigkeitsgrad sogar. Na komm, nochmal Nitro. Da wäre mir die Kiste gerade fast ausgebrochen, aber ich hab's noch gefangen. Der Typ ist aber echt nah dran, wa? Es ist nicht die Corvette. Ist das ein Subi? Ich habe gerade gar nicht drauf achten können. Ich weiß nur, dass er blau-gelb ist. Der blau-gelb ist ein Laden. Ja, ne? Gewonnen ist trotzdem gewonnen, würde ich sagen. Streckenrekord sogar. Gespannt. Entspannt. Ja, Bremsen 2 von Evo. Also, dass es immer noch so eine Scheiße gibt, finde ich ziemlich dusselig. Also, dass man so lange so viel Scheiß kriegt für das Auto, obwohl man das einfach schon voll hat. Junge, was will der gegen uns machen? Hm? Ich meine, was hat der? 800 PS? Ich habe gar nicht drauf geachtet. Also ein altes Muscle Car gegen so einen neuen italienischen Sportwagen. Ja, Freddy hat übrigens kommentiert, dass es ein italienischer ist. Kann nicht lenken, weil er gerade in der Luft war. 11.01, nice. Ich glaube, wir haben schon mal einen schnelleren.
Allerdings konnte ich halt gerade gar nicht lenken und bin die ganze Zeit gegen die Wand gefahren, weil er halt einfach auf den Hinterrädern gefahren ist. Deshalb ist ein Allradauto cooler für sowas. Aber naja. Ja, wir haben die hinteren Reifen immer noch nicht angepasst. Danke, ich weiß. Hat wahrscheinlich schon irgendjemand kommentiert, wahrscheinlich Freddy. Wenn er überhaupt aktuell bei den Parts dabei ist. Alter, das Ding fährt aber überall hin, nur nicht da, wo ich will. Ob die das nochmal hinkriegen? Ja, ne, 360 kann man mal machen. Ist ja nicht ansatzweise Endgeschwindigkeit sogar. Können wir bitte links starten dieses Mal? Ja, nice. Tomonori Uteka. Irgendwie fahren wir hier nur gegen Asiaten. Rassistisch hätte man auch sagen können, gegen Schlitzaugen. So, und dann... Ich weiß gar nicht, wie ich das da anständig schalten soll, Alter. Nochmal eine 1101. Ja, läuft. 364, ey, das ist schnell. Gut gemacht, würde ich sagen. Knapp 10.000 Punkte, läuft. So. Dann wollen wir jetzt hier nochmal schön Drift machen mit dem beschädigten Auto, selbstverständlich. Alles hier schön mit beschädigten Autos. Ich hoffe, dass Sound immer noch passt. Ich habe ja nochmal ein bisschen was angepasst. Ihr könnt mir gerne mal in die Kommentare schreiben, ob alles passt für euch. Was ist das denn für ein komischer Kurs, Alter? Oh fuck, oh fuck, oh fuck. Au. 3300 Punkte geht deutlich besser, wenn ich da nicht in die Bande geballert wäre. Aber war schon ganz in Ordnung. Immerhin schon mal Erster. Wir könnten hier auch noch mal ein bisschen Leistung reinballern. Der Motor ist ja noch nicht Vollgas. Ich glaube tatsächlich sogar, dass dem Auto hier noch ein bisschen mehr Leistung gut tun würde. Alter, das war schon wieder eher nicht so gut. Aber 3700 Punkte, schon mal nochmal besser. Ah, meine Birne juckt, ey. Leck mich im Arsch. Wer hat sich gedacht, dass so ein Ganzkörperanzug gut aussieht, ey? Das war außerhalb der Punktezone, Alter. What the fuck, wie wenig Punkte habe ich denn da jetzt gemacht? Okay. Aber 3700 bleibt trotzdem Erster. 3760 sogar fast. Schön, 8500 Punkte. 8700 Punkte reicht. Entspannt. 20k gemacht, dominiert. Nochmal 7,5, perfekt. Und dann machen wir jetzt hier nochmal kurz die Zeitfahrt. Aber wir hören uns kurz an. Ja, doch, wir werden der kommende Showdown King, danke. Ah. Übrigens, sehr interessante Musik heute. Ich höre die auch zum ersten Mal gerade. Ja, der Porsche schiebt einfach die Corvette an. Alter, sieht unsere Kiste aus, ey. Ich glaube, es ist ein Zeitrennen, genau. Erstmal ein bisschen die anderen beschädigen.
Unser Auto ist noch top in Zustand. Ich hätte tatsächlich auch mal Bock auf so ein Offroad-Rennen oder sowas. Also übrigens, falls ihr ein sehr lustiges Video sehen wollt, gönnt euch das, ich glaube es ist aktuell das neueste Video von Marco Degenhardt mit dem Lader unterwegs. Das war geil. Das Video war ziemlich geil geschnitten, war ziemlich lustig gemacht an sich, das ganze Video. Cooler Inhalt, das konnte man sich gut geben. Was machen wir denn hier gerade? Was auch immer das gerade war, möchte ich mal kurz anmerken. Wieso auch immer wir mit dem Stoppy gemacht haben auf einmal. So, hier hinten der Scheiß ist ja ganz easy, aber da vorne geht mir das richtig auf die Eier. So, wir versuchen jetzt mal wirklich gut zu fahren und nicht so kacke wie gerade eben. Alter, was ist denn das hier für eine scharfe Kurve? Die ist doch scheiße. Also die Kurve ist echt komplett zum Kotzen. Also das hier geht alles deutlich besser, muss ich sagen. Ah, 13 Sekunden. Knapp. Vorsprung vor die Zeit. Oh, 13, 15 sogar mehr als... Boah, war gut. Gut. Das war's dann mit diesem Renntag. Dann wollen wir nochmal kurz hier natürlich alle Autos reparieren. Den Zonder können wir so reparieren, die anderen beiden machen wir so. Und wir müssen mal kurz gucken. Erstmal müssen wir jetzt hier noch eins freigeschaltet haben, genau. Das ist das hier. Grip, Sektor, Zeitfahrt, Viertelmeile, Wheelie und Drift. Okay, dann würde ich sagen, wir machen beim nächsten Mal erstmal das hier. Das nehme ich wahrscheinlich gleich sogar noch auf. Allerdings will ich mal in die Garage gucken. Ich weiß nämlich nicht ganz genau, ob wir den Wagen hier komplett getuned hatten jetzt. Ich glaube, nee, oder? Wir haben noch kein Lachgas hier reingehustet, genau. Dann kommt der erstmal schön nass rein. Reifen sind drei ja drauf. Man kann hier übrigens... Ich glaube, das Karosserie-Kit fand ich nicht so gut, ne? Ja, das finde ich nicht so gut tatsächlich. Sehr schade. Ich habe mal für den Zonda geguckt, da kann man nicht mal einen Auspuff-Endtopf machen. Ah, komm, wir husten das mal hier noch rein. Rennsitze finde ich scheiße. Blaupause aktualisieren. So. Den Zonder hatten wir, meine ich, auch voll gehustet. Da kann man halt den Dingens nicht ändern. Den Auspuff. Auch wenn ich so offen, also so leer cooler finde irgendwie. Gut, dann würde ich sagen, ich hoffe, es hat euch gefallen. Bis zum nächsten Mal. Haut rein und tschüss.